Ja, herzlich willkommen zurück zu Summoner. Wir gucken mal oder so, wie es jetzt weitergeht, nachdem wir da den Murot besiegt haben. Ich nehme an, jetzt habe ich ja die vier Drachen Schuppen, glaube ich, auch irgendwie zusammen. Und die müsste ich dann ja irgendwo abgeben können. Ich glaube, das war hier vor dem Tempel. Irgendwo. Mal ganz kurz gucken. Habe ich grüne, rote, graue, blaue? Ja. Und was ich mit den Ringen dann hinter so dementsprechend mache, da muss ich dann nochmal gucken, welchen ich da anziehe, welcher vielleicht am besten ist. Momentan habe ich ja hier den Wasserring mit dem Imp an, den ich da die ganze Zeit beschwöre. Und hier habe ich dann noch den, wo ich einen himmlischen Samurai machen kann. Welcher da im Endeffekt hinter der bessere ist. Oder hier vielleicht irgendwie der Waldring mit dem Giftelement Walddrachen. Das muss ich mal ausprobieren, das weiß ich noch nicht. Das wird sich zeigen. So, jetzt werden wir erstmal gucken, ob jetzt noch eine kleine, ja, Sequenz ist gut. Ich habe ja keine Gruppe mehr. Mal sehen, was jetzt hier so passiert. Ich kann jetzt mit denen allen sprechen. Wollen wir mal sehen. Das machen wir mal. So, was sagt er denn hier? Erinnerst du dich an die Zeit, in der wir noch Kinder waren, Joseph? Mein Vater war der Jäger des Fürsten von Ciran und ich hasste die Söhne des Fürsten. Na gut, warum? Sie durften auf Pferden reiten und ich nicht, weil ich nur ein gewöhnlicher Junge war. Aber selbst als wir mit Holzschwertern Übungskämpfe machten, ließ ich sie meinen Zorn spüren. Na toll, eine unglückliche Kindheit. So, was hat er denn hier noch? Einmal hast du den Lieblingshund des Fürsten gerettet. Er war in die Schlinge eines Wilderers geraten und von diesem Tag an nannte ich dich einen Freund. Dass jemals der Tag kommen konnte. Dass jemals der Tag kommen konnte, an dem ich dich fürchtete. Mal gucken, wegen Jago, als er nach Ciran kam, änderten sich die Dinge. Schmutzig und zerlumpt in seiner zerrissenen Robe und mit dem Blick eines Wilden in seinen Augen erklärte er dir deine Gabe, wie er sie nannte. Okay, dann kamen die Soldaten. Was wird das jetzt eigentlich? Ein Resümee hier so? Ja, ich weiß schon gar nicht mehr warum. Vielleicht ein paar, privater Krieg zwischen den Herzögen oder der Raubzug eines Plünderers. Sie fegten durch die Felder, Ciran fehlten die Mauern, um sie abzuhalten. So, also kämpfen wir um unser Leben. Aber sie waren uns zu 10 zu 1 überlegen. Es gab nichts, was wir tun konnten. Dann kam der Dämon und ich sah zu, wie alles, was ich liebte, den Flammen zum Opfer fiel. Ja, und dann hasstest du mich. Ja, genau, ich hasste dich. Denn du warst alles, was übrig war, das ich hassen konnte. So, und jetzt? Ja, ganz Medeva ist nun eine Wüste. Ich habe begriffen, dass es keine Zukunft gibt, wenn ich die Vergangenheit nicht ablege. Wir haben eine Aufgabe zu erledigen, Joseph. Leb wohl. In die Gruppe kommt er irgendwie nicht. Hier liegt noch was rum. Ein Buch. Wieso Buch? Was ist das? So, hä, was habe ich denn jetzt für ein Buch? Einfach nur Buch wie Buch? Da, na gut, das ist das Buch von Garnis. Da, Buch. Kann ich nicht identifizieren, weil das immer Vlies machte. Na toll. Was liegt denn hier noch? Stahlbogudu. Bogudu. Okay, was ist ein Stahlbogudu? Ach Mist. Ah, Inventar. Habe ich das schon mal gehabt? Stahlbogudu? Da ist es. 40. 11. Habe ich so ein Ding an? Mal gucken, was hat der denn hier? 45.091. Achso, ja gut, da kann ich mir jetzt natürlich überlegen. Was ziehe ich an? Hat das Ding hier noch irgendwelche Besonderheiten? Stich widerstehen plus 2. Schwere Waffen 5 brauche ich dafür. Und der hier was Besonderes? Nee. Muss ich mal gucken, ob die 5 Verteidigung oder was auch immer da mehr das wert sind oder ob ich diesen Stich gegen Stich, weiß ich auch nicht. Oh, über Katana. Was ist das denn jetzt? Warum kann ich das nicht tragen? Oh, schwere Waffen 7 vielleicht? Ist das der? Ist das der Knackpunkt? Der kann doch nicht sein. Das Ding hier hat 50. Ich habe doch
ich hab doch schwere Waffen 7, oder nicht? Kann doch keiner erzählen. 6. Aha. Okay, ich habe hier noch 3 Punkte, kann ich mal gucken, was ich damit anfange. Aber Katana ist ja, glaube ich, wieder. Kann ich wieder ein Schild ablegen? Ist ja auch blöd. So, was haben die denn zu sagen? Wollen wir mal im Uhrzeigersinn hier gehen? Fließ. Oh, schon wieder erinnerst du dich. Erinnerst du dich, wie ich dir half, Jago zu finden? Wir hatten uns in den Palast meines eigenen Vaters geschlichen. Wie grausam und merkwürdig das Schicksal doch ist. Sie nannten mich Räuberin und Gossenkind in der alten Stadt und jetzt bin ich die Tochter einer Kaiserin. Na, was machen wir denn jetzt? Du meinst wohl Eure Majestät, sagt Fließ mit einem Grinsen. Du vergisst, dass ich Belias rechtmäßige Erbin bin. Wir müssen zurück nach Medeva. Die Dämonen müssen aufgehalten werden. Ja, ich glaube, das ist eh der Sinn des Spiels. Wie werden wir das denn machen? Na, wir brauchen die Ringe des Lichts, der Dunkelheit, des Feuers und des Steins. Vielleicht können die Kusani uns helfen. Wenn sie die ursprünglichen Ringe hergestellt haben, dann wissen sie vielleicht auch, wie man neue macht. Wie man neue macht. Ah. Aber wir müssen vorsichtig sein. Wir sind vielleicht in Gefahr, wenn wir nach Sanavar zurückkehren. Okay, welche Gefahr meinst du? Du hast die Ringe zerstört und die Dämonen freigesetzt. Wenn die Kusani glauben, dass du sie verraten hast, dann werden sie dich umbringen. Und wie kommen wir dahin? Ich weiß nicht, das ist eine gute Antwort. Ich reise über den Kadim. Ne, die Reise über den Kadim ist lang und gefährlich. Wir müssen einen anderen Weg finden. So, jetzt wo Moro tot ist, wird nichts mehr die Dämonen davon abhalten, Orenia anzugreifen. Wenn wir uns nicht beeilen, dann bleibt nichts übrig, wofür wir kämpfen könnten. Lass uns Quifing, wie auch immer das ist, fragen, ob sie einen Weg weiß. Wahrscheinlich vor der Tür oder so. So, was mit dir? Murut ist tot und du hast die Prophezeiung des Jade-Tempels erfüllt. Abt Laurent wird sich, oder Laurent, mir eigentlich egal, wird sich freuen zu hören, dass du ihn nicht enttäuscht hast. Er hatte recht, an dich zu glauben. So, ich war eine Närrin, Joseph, deshalb hat mich der Abt doch auf diese Reise geschickt. Eine Nonne des Ordens von Jona kennt weder Rachegefühle noch Hass. So, was sollen wir jetzt machen? Auch nach Medeva zurück. Sie macht sich Sorgen um das Kloster. Okay, muss ihren Vater finden. Die Geistlichen von Iona sind mächtig, aber selbst sie können die Dämonen nicht auf ewig zurückhalten. Im Gegensatz zu Murat sind die Dämonen unsterblich. So, wir müssen mit der Ul'Zadana, der Kusani, reden. Nachdem die Ringe in der Schmiede Urats vernichtet wurden, sind sie die einzigen, die uns helfen können. So, die Kusani, immer wieder die Kusani und also das Kloster. Mhm. Die Kusani sagen, dass sie die Künste ihrer Ahnen vergessen hätten. Ich hoffe, dass sie sich erinnern, wie man die Ringe macht und dass Sanavar verschont wurde. Es braucht mehr als ein paar Dämonen, um die Welt von den Kusani zu befreien. Sie haben Amasidos Überschwemmung überlebt und sie sind gefürchtete Krieger. Ihre Magie stammt aus den Steinen selbst. So, und wenn wenn wir die Dämonen bekämpft haben, was dann? Wenn wir siegreich sind, werde ich nach Iona zurückkehren und den Schwur des Ordens ablegen. Ja, und wenn das Kloster nicht mehr steht, dann werde ich es wieder aufbauen. Stein für Stein, ich bin mit dieser Insel verbunden. Ja, du hast deine Bestimmung, ich habe meine. Was ist denn jetzt mit den Ringen hier? Rucka fing die Dämonen, indem er sie bekämpfte. Ein geschwächter Dämon oder Dämon kann der Verlockung der Ringe nicht widerstehen. Wenn die Kusani die Ringe machen können, dann müssen wir gegen die Dämonen kämpfen. Tja, Leute. Jetzt haben wir hier so viel gelesen. Ich hoffe, das war nicht zu langweilig. Und manchmal ist das, wie gesagt, also wenn die Betonung bei mir nicht irgendwie so ganz passt, dann liegt das an diesen großen Buchstaben. Das ist ganz unangenehm zu lesen. Dann gehen wir mal raus. Nee. Warum zieht er denn jetzt ein Schwert? Oh, wer oder was kämpft denn da gegen mich? Der Imp? Wieso das denn? Warum ist der denn noch übrig? Ach, den hat es vorhin, glaube ich, irgendwo in dem Kampf auf die andere Seite geschlagen.
Jetzt turnt er hier immer noch rum. Toll, jetzt muss ich hier meinen eigenen Imp erledigen. Geht das nicht irgendwie anders? Ich mache ja gar keinen Schaden an dem. Das ist doch totaler Quatsch. Ach doch, jetzt. So was Doofes. Macht er denn jetzt, der Imp? Jetzt habe ich nicht drauf geachtet und ich glaube, so was Lustiges mit den roten Gesichtern hat er vorher aber noch nicht gezaubert, ha? Na komm schon, jetzt geh doch einfach hops hier. Gibt's ja nicht. Heilt sich der Sack oder was? Gibt's ja nicht. Man trifft den nicht. Das ist verrückt. Kann doch nicht sein. Der geht immer zurück. Was ist das für ein Schwachsinn? Jetzt ist aber mal Schluss mit lustig hier. Gibt's ja nicht. So ein Schrott. Naja, gut. Wir gehen mal raus. Ich speichere den Quatsch hier, bevor noch irgendein anderer Imp mal auftaucht. Man weiß das ja nie. Und dann nehme ich mal an, vergessen habe ich hier nichts. Oh, da ist der Drache auf dem Bild. Hier hinten habe ich, glaube ich, auch alles eingepackt. Und, ah ne, doch nicht. Da haben wir noch was. Verschlossen. Ah, verschlossen und ich kann natürlich keinen Charakter wechseln. Toll. Na gut, wird schon nicht so viel drin sein. Aha. Warum schließt sich meine Truppe mir eigentlich nicht an? Verstehe ich nicht. Das sind jetzt wieder diese Jade-Soldaten hier, diese Heinis, ne? Priester des Jade-Tempels. So, jetzt müsste ich ja eigentlich einfach runterlaufen und die Biege machen, ne? Ist hier irgendwo jemand jetzt? Irgendwas Wichtiges? Ne, ein paar Soldaten stehen hier. Hallihallo. Und der da unten, der sieht wichtig aus, oder? Na komm mal her. Ich meine, ich müsste doch hier irgendwie mir Drachenschuppen geben. Ah, der sieht gut aus. Gungi, Gungi. Jetzt, da wir eine neue Kaiserin haben, müssten wir die Drachenschuppen finden. Oder müssen wir die Drachenschuppen finden, die ihrem Vater und davor den anderen Kaisern Orinias gehörten. Ich habe gefunden, wonach du suchst. Wirklich? Was hast du gefunden? Gib ihm die 4 Drachenschuppen. Du bist ein Held unter den Helden. Das wusste ich doch. Die Drachenschuppen wurden seit der Herrschaft des ersten Kaisers immer weitergereicht. Sie sind für die Krone von großer Bedeutung. Dein Triumph soll belohnt werden. So, jetzt gebe ich die Schuppen ab. Was bekomme ich so? Eine Furchtklinge. Kann ich bestimmt wieder nicht tragen, oder? Mal gucken. Eine Furchtklinge. Da. Kann ich natürlich nicht identifizieren. Ah, nee, ey. Kann ich gerade nicht identifizieren. Muss ich wieder warten, bis die anderen in meiner Gruppe sind. Wie doof ist das denn? Sagt der hier noch was? Nee. Oder, hey, Moment, was hat er gerade gesagt? Wir danken dir, dass du die, okay, der rechtmäßigen Erbin zurückgebracht hast, das war's. Jetzt müsste ich eigentlich gucken, dass ich hier wieder auf die Weltkarte komme, um nach Stanavar zu kommen, ne? Oder sehe ich das falsch? Ich glaube jetzt nicht, dass es Sinn macht, hier den ganzen Tempel zu durchforsten. Wer steht denn da? Wer bist du denn? Hallo? Huifeng. Ich erhebe nun Anspruch auf den Thron, der meinem Vater gestohlen wurde. Du hast uns gerecht, Joseph. Murat, der Thronräuber, ist tot. Seine 4 Reiter sind nicht mehr. Was müssen wir jetzt tun? Nach Medeva zurückkehren, obwohl du die Sklaven von Orinia befreit hast, befindet sich Medeva noch im Griff der, kann ich kaum aussprechen, Nuvasarim. Gott.
Die Dämonen haben das Königreich verwüstet und jetzt bedrohen sie Orenia. So, Morat war ein Verbündeter der Dämonen. Solange er lebte, ließen sie Orenia verschont, aber jetzt bist du das Einzige, was zwischen der Zukunft und der Zerstörung unseres Kaiserreichs steht. Kommst du mit uns? Mein Volk braucht mich hier, Joseph. Jetzt, wo der Thronräuber weg ist, werden Murats Generäle versuchen, die Macht an sich zu reißen. Der Jade-Tempel muss stark bleiben. Wir werden das Kaiserreich zum Besten seines Volkes zusammenhalten. So. Wie werden wir die Dämonen aufhalten? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Geht nach Sanawar. Die Kosani besitzen das Wissen um die Ringe. Sie werden wütend auf dich sein, aber sie werden auch nicht vergessen, dass du der Sahugani bist. Wie kommen wir denn dahin? Gute Frage. Habe ich mich ja schon die ganze Zeit gefragt. Ich kenne einen Weg. Seid ihr bereit, sofort aufzubrechen? Nee, dann gucke ich mich doch nochmal ganz kurz hier um und dann werden wir mal sehen. Okay, ich mache einen kleinen Schnitt, gucke, ob ich hier im Tempel noch was vergessen habe und dann sind wir auf dem Weg zu den Kosani. So, auf geht's zu den Kosani. Anders geht das jetzt irgendwie gar nicht. Hier konnte ich nichts mehr finden. Mal kurz gucken. Ja, wir können sofort aufbrechen. Dann geht's los. Obwohl Murats Herrschaft ein Ende gefunden hatte und ganz Orenia aufatmete, war die Aufgabe des Summoners noch nicht beendet. Medeva lag in Ruinen. Jene, die die Dämonen überlebt hatten, versammelten sich in den zerstörten Resten ihrer Dörfer, hungrig und verschreckt. Nur die Ringe der Kosani hätten die Dämonen noch stoppen können. Aber diese Ringe waren in der Schmiede Urats zerstört worden. Und so reiste der Summoner zurück nach Sanawar, dem Berg der Weisen. Denn wenn die Kosani die Ringe erneut schmiedeten, könnte Medeva seine Ruhe finden. So, was hat er denn jetzt hier? Die Kosani haben an dich geglaubt, Sahugani, aber du hast die Ringe zerstört. Glaubst du, dass du so mächtig bist, dass du hier zurückkommen kannst, ohne uns fürchten zu müssen? Ich wurde von den Dämonen der Dunkelheit getäuscht. So, wollen wir den anderen das mal erklären, ne? Die Geister haben einen großen Einfluss auf den Geist der Sterblichen, selbst bei jenen, die stark und weise sind. So. Pyrul, der Dämon des Feuers, ist nun im Labyrinth gefangen. Einen nach dem anderen korrumpiert er unsere Leute und wiegelt uns gegeneinander auf. Selbst die Kosani können dem nicht widerstehen. So, er ist also gefangen. Der Dämon kam, um eine Armee aus Salamancas aus dem Feuer unter Sanawar zu holen. Mit ihrer Magie haben die Ul-Sadaner und die Ältesten jedoch das Labyrinth versiegelt. Doch die Siegel werden schwächer und die Macht des Dämonen reicht aus seinem Gefängnis hinaus. Jene, die von den Dämonen korrumpiert wurden, sind nun mit ihrem Herrn im Labyrinth gefangen. So, was können wir jetzt tun? Wahrscheinlich reingehen und kaputt machen. Müsste Ul-Sadaner sprechen, das machen wir. Also, dann mal hin zu der Tante. Ja, ich befürchte, dass jetzt ein bisschen Text auf uns zukommt. Und der andere Quest, der hier noch ist, irgendwie Hüter des Wissens, habe ich keine Ahnung, wo der ist. Ich nehme an, der war im Labyrinth. Aber gucken wir mal, was hier weitergeht. So, es war falsch, dir zu vertrauen, Sahugani. Wenn wir deinen Betrug geahnt hätten, dann hättest du Sanawar nicht lebend verlassen. Du musst dich unserem Urteil stellen. Der Ältestenrat, ach so. Wir wurden getäuscht, ist ja klar. Der Ältestenrat hört zu, als du erzählst, wie Machival dich betrogen hat. Du erzählst ihnen, wie du aus dem Turm von Ilien kamst und die vier Drachenringe holtest. Wie seltsam, staunt die Ul-Sadaner. So viele Jahrhunderte zogen ins Land, doch die Kosani erfuhren niemals von Rukas Schicksal oder diesen Ringen. So, Ruka verschwand, nachdem er die Dämonen besiegt hatte. Kein Wort über seinen Sieg oder seine Niederlage erreichte jemals Sanawar. So, erzähle mir von den vier Drachen. Du musst nun vom Ursprung deiner Macht erfahren, Sarugani. Dein Volk hat dieses Wissen längst verloren. Lahara besiegte Urat. Am Ende des dritten Arainuget. Ja gut, Zeitalter. Sie hatte ihn jedoch nicht vollständig vernichtet. Der Gott wurde in neun Wesen zerteilt: vier Dämonen, vier Drachen und ein Sarugani. So, als Urat starb, kämpften die Drachen und Dämonen gegeneinander. Es war das Chaos der 10.000 Jahre. Hätte Ruka die vier Dämonen nicht gefangen, so hätte ihr Kampf die ganze Schöpfung zerstört.
Was sind denn dann jetzt die Dämonen? Also die Dämonen sind die Substanz von Urat, dem Zerstörer, dem Räuber des Himmelsthrones, dem Krieger, dessen Schwert die Welt entzweite. Also wahrscheinlich das Böse, das Schwarze, das ist, na, gleich sind wir bei Ying und Yang und Ping und Pong. So, was sind die Drachen? Die Drachen sind die Substanz von Urat, dem Schöpfer, dem Vater der Sudani, dem Erbauer der Stadt der Götter, dem zweiten Kaiser des Himmels, sag ich doch, gut und böse. Der Sahogani ist die Substanz der Sudani, des Volkes, das Urat in seinem Abbild schuf. Deshalb hast nur du allein die Macht über die Dämonen und Drachen. Deshalb kann der eine, der mit dem Zeichen geboren wurde, die Ringe tragen. Du bist ein Teil des zerteilten Gottes. So, kann man die Ringe neu machen da hier? Ja, die Kosani können das, aber die Ringe alleine werden nicht ausreichen. Wir müssen die Ringe mit den Worten Vadagas verzaubern oder sie werden keine Macht über die Dämonen haben. So, wo finden wir die denn jetzt hier? Die göttlichen Worte, die auf den Schriftrollen und Tafeln geschrieben wurden, die Vadagar den Kosani gab, diese Worte sind nicht mehr in unser Besitz. Wo sind sie? Die Ritter von Jona, okay, die Typen aus dem Kloster, also wieder stahlen sie uns vor vielen Wintern, wenn wir die Ringe machen sollen. Dann musst du nach Jona gehen, zur Insel der Diebe und uns die heiligen Texte zurückbringen. Also, da muss ich wahrscheinlich als nächstes dann hin. Bei deiner Rückkehr werden die vier Ringe fertig sein und mit den göttlichen Worten werden wir sie verzaubern und dann, Sahogani, weißt du, was du zu tun hast, da muss ich wahrscheinlich die Dämonen genau fangen. Ja, wir haben den Dämon des Feuers im Labyrinth eingeschlossen, aber unsere Magie wird schwächer, während der Dämon an Stärke gewinnt. Du musst dich beeilen, Sahogani, oder wir werden bei Anbruch des zweiten Chaos zerstört. So, Aufgabe klar, ab nach Iona, Texte besorgen, Ringe abgreifen, Dämonen fangen. Plitsch, platsch, alle besiegen, Spiel beenden. Naja. Nee, wo jetzt der Hüter des Wissens ist, ich habe keine Ahnung mehr, wo der hier steht. Dem sollte ich ja irgendwie von Ruka erzählen. Ich habe so im Gefühl, dass der irgendwie in einem Labyrinth war. Weil hier außen wüsste ich jetzt nicht, wo er gestanden hat oder hätte. Das werde ich ja sehen. Ich muss ja sowieso, nachdem ich bei Iona war, wieder hier hin und dann kann ich dann immer noch nachgucken und wir reisen jetzt rüber nach Iona und da sehen wir uns dann. Also bis gleich. Kleiner Schnitt. Ja, einige Zufallsbegegnungen später kommen wir wieder in Iona raus. Es schneit hier jetzt. Das ist sehr lustig. Man braucht auch gar nicht mehr vom Schiff hier den Aufzug hochgehen. Das macht das Spiel jetzt irgendwie automatisch. Und man landet gleich irgendwie hier oben, was uns jetzt allerdings hier so erwartet, weiß ich noch nicht, was sich so alles geändert hat. Oh, jetzt weiß ich, was sich geändert hat. Jetzt habe ich es verstanden. Ich hätte dann mal meinen kleinen Kampfimp beschwören sollen, nicht beschweren. Okay, jetzt hau doch mal, du. Das heißt also, das Kloster ist auch besetzt, war mir jetzt nicht so ganz klar. Ich dachte, ich muss nur hier hin und dementsprechend hier einfach nur den Quest erfüllen. Muss ich gleich erstmal nachgucken. Was soll ich denn überhaupt hier so genau machen? Wahrscheinlich musste ich hier doch die Schriftrollen, die Ritter von Yoda. Mit der Hilfe dieser Schriftrollen werden die Kosani. Okay, ich muss also die Schriftrollen finden. Wahrscheinlich für alle Ringe hier. Dann muss ich mal gucken, wie ich das jetzt am besten löse, beziehungsweise wo die Schriftrollen liegen können. Vielleicht in dem Hauptgebäude. Ich glaube, hier war ja mein Eingang da gegenüber. Der ist irgendwie weg. So, jetzt ist die Kamera wieder so ein bisschen blöde. Ich weiß nicht, ob man hier noch Leute findet. Doch, man findet welche. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass ich erstmal das Kloster säuber, um hier nicht zu viele Leute im Wege zu haben. Und dann suche ich ganz in Ruhe diese blöden Schriftrollen, wo auch immer die sein mögen. Vielleicht bei dem Abt in dem Summoner-Handschuh. Was ist das denn jetzt? Habe ich ja noch nie gesehen, glaube ich. Könnte bei dem Abt in dem Büro liegen. Wäre jetzt so naheliegend. Vielleicht sind sie aber auch hinten da in dieser hier in dieser Bibliothek oder sonst wie, das finde ich raus. Wenn ich die Dinger gefunden habe, dann melde ich mich, dann klinke ich mich ein, weil es ist ja Quatsch oder so. Jetzt hier so jeden einzelnen Gegner wieder, das ist wahrscheinlich öde und wenn was Spannendes passiert, dann schalte ich mich natürlich sofort zu.
So, jetzt sind wir hier über der Tür vor dem Büro des Abtes. Ich vermute ja mal, dass Schriftrollen dann eher in der Bibliothek liegen werden. Können wir einmal noch außen hier rumgucken. Ach, da, guck an, siehst du, da stehen doch auch welche. Sind doch so ein bisschen verteilt worden hier. Die Punkte nehmen wir dann noch mit, sind zwar nur immer so Kleckerbeträge, aber ist ja egal. Ach, hier, guck an, da liegt noch was. Ein Eilring. Was macht der denn? Jetzt habe ich so viele Ringe inzwischen, dass ich schon gar nicht mehr hier durchblicke. Gesundheitsring, Eilring, da ist er. Tempo plus 2, maximale AP 15. Angriffsgeschwindigkeit als auch die AP des Trägers. Nur ja, Angriffsgeschwindigkeit ist ja nicht verkehrt. Hier, da haben sie schon wieder so einen hingemetzelt. Oh, hier stehen zwei. Was soll das denn hier? Aber so schwierig sind die ja nicht. Verschlossen. Ah, die Truhen sind die dauernd irgendwie immer verschlossen. Das ist ja nervig. Kümmern wir uns gleich drum. Jetzt der letzte hier oben. Dann hat es den auch hingerafft. So, dann gehen wir mal beim Abt gleich reingucken, ob denn da was Gescheites im Büro liegt. Aber wie gesagt, ich tippe mal eher auf die Bibliothek inzwischen wegen Schriftrollen und dann glaube ich nicht. So, jetzt müssen wir hier nochmal ganz kurz öffnen. Schon einige Dolles drin. Eibenbogen. Funktioniert. Ich weiß ja nicht, ob der was taugte. Bei Waffen, da oben ist er. Was hat er denn? 35, nee, ist ein normaler Bogen. Nichts Dolles. So. Dann mal rein beim Abt. Geht hier die Treppe noch runter so richtig bis unten? Nee, da vorne ist dann verschüttet. Also ganz viele Wege jetzt hier an dieser Stelle des Spiels sind, wie gesagt, die sind nicht mehr begehbar. Oder da ist ein Loch in der Wand und da kommt plötzlich welche da durch, wo ich sage so, hey, wo kommen die denn jetzt her? Aber eigentlich ist das dann. Ach, hier seht ihr, da ist noch einer. Aber ich nehme an, dass die Treppe nach oben auch wieder kaputt ist. Ja, da kommen wir nicht ran. Also müssen wir hoch zur Bibliothek. Nicht, dass wir hinterher noch in das Labyrinth müssen, unten drunter. Das wird ein bisschen arg weit, ne? So, Treppe hoch, oben, was heißt oben wird einer stehen, hier unten steht auch schon einer. Versteckt hinter der Ecke. Komm, Fließ, kriegst du mal ein bisschen Heilung hier. Ist ja wieder gelitten. Jetzt bin ich gespannt, wie wir uns dann noch begegnen auf dem Weg. Ach, da schießt doch schon wieder einer. Merkt das doch hier gerade. Doch schon wieder. Ja, das ist mit der Steuerung und der Übersicht. Also finde ich, ist das in dem Spiel hier teilweise total gruselig, weil natürlich die Kamera sowas gar nicht hergibt. Ne? Also wirklich mal zu gucken, wo ist ein so, Treppe zu Ende. Wo ist das Ganze mal ein bisschen übersichtlicher, aber das geht hier gar nicht. Ja, das ist. Weiß ich nicht, würde sich heute wahrscheinlich jede Spielezeitschrift oder jeder Spieletester oder jeder irgendwie sowas, die würden sich darüber beschweren und sagen, nee, das ist Kacke. Und das ist es im Endeffekt in manchen Situationen auch wirklich. Das kann man einfach nicht anders sagen. Ist dann nicht schön zu steuern und unangenehm. Hallo, kannst du dich mal heilen? Oder bin ich erstarrt oder sowas? Warum kann ich das gerade nicht? Ah, verstehe ich nicht, weil ich. Habe ich jetzt nicht kapiert. Habe ich nicht verstanden. Wieso ich mich hier jetzt hier gerade nicht heilen kann. Die zaubert gerade sowieso. Warum kann er sich selber nicht heilen? Das verstehe ich nicht. Doch jetzt macht er das. Eigenartig. Sehr eigenartig. So, da oben. Oh, der ist schon. Das denn da? Der sieht aber anders aus da vorne. Mal gucken hier. Oh, mit dem kann ich reden. Naja, gut. Sieht alles irgendwie kaputt aus. Jago, wollte ich so sagen. Den kenne ich doch irgendwie, den Typen hier. Also,
Gleich mal gucken. Also Jagos Gesicht ist eine Maske des Grams. Abt Laurent hatte recht, klagt er, ich werde niemals nach Iona zurückkehren können. Iona gibt es nicht mehr. Ja, was ist denn los hier? Der Dämon, von dem ich besessen war, hat keine weitere Verwendung für eine schwache Kreatur wie mich. Machiavall oder Machiavall hat, was er will. Die Ringe existieren nicht mehr, die Dämonen sind frei und Medeva liegt in Ruinen. Der Dämon der Dunkelheit, das Monstrum, das du in Siran beschworen hast. So mit seinem Stock zeichnet Jago abwesend einen Kreis vor sich auf dem Boden. Ich bin ein alter Narr, ich wurde zum Instrument der Katastrophe, die ich eigentlich aufzuhalten hoffte. Meine Opfer waren alle umsonst. So, der Dämon hat Galien und Sornahan manipuliert, genau wie er euch vier manipuliert hat. Machiavall hat sie mit der tödlichen Macht der, oh Gott, was ist das denn schon wieder für ein Wort, Nuvasarim verführt. Besitze die Geheimnisse von Laharas Zauberern, versprach Machiavall ihnen, und das Schicksal wird dein Sklave sein, die Zeit wird zu euren Füßen kriechen. Naja, Jago deutet zur Ruine der Bibliothek, und mit meinem Wissen über das Kloster konnte der Dämon Galien sagen, wo sie die Schriften der dunklen Ketzer finden konnte. Ja, was ist dann passiert hier? Galien stahl die Bücher der Nuvasarim und kehrte nach Lenele zurück, wo Sonnehan und die Dämonen bereits Tar-Himun und die Armee von König Belias vernichtet hatten. So, was ist mit Iona hier los? Die Dämonen belagerten das Kloster, Abt Laurent und all seine Mönche konnten ihrem Angriff nichts entgegensetzen. Die Dämonen belagerten also das Kloster. Sie schlachteten die Mönche dieses heiligen Ordens ab und plünderten die große Bibliothek. Die Arbeit von Carados wurde zunichte gemacht. So, Sornahan und Galien besitzen jetzt die Bücher, die in Aosi, der Sprache der Götter, geschrieben sind. In ihrer Verrücktheit herrschen sie über das verwüstete Medeva. Das Leid ihres Volkes lässt sie noch stärker werden. So, wir brauchen aber jetzt die Schriftrollen dieser Kosani. Die große Bibliothek ist nur noch eine Ruine. Wenn die Schriftrollen den Angriff der Dämonen überstanden haben, dann erfindet ihr sie in Lenele. Dann müsst ihr Sornahan und Galien gegenübertreten. Okay. Sie werden euch erwarten. Sie haben mächtige Wachen in allen Ecken der Stadt aufgestellt. Ihr werdet den Palast niemals lebend erreichen. Es sei denn... Naja, los, was denn? Es sei denn, Joseph und Fleece warten außerhalb der Mauern Leneles. Du bist der Summoner und du weißt, dass Fleece die Erbin von Belias Thron ist. Ihr seid diejenigen, die Sornahan und Galien am Boden sehen wollen. Wieso soll ich denn warten? Bin ich ja nur noch halb so stark hier. Die Wachen sind Teil einer schwierigen Magie und in Lenele gibt es viele Verstecke. Wenn sie erwarten, dass ihr vier zusammen nach Lenele kommt, so halten sie vielleicht nur nach Joseph und Fleece Ausschau. So, was mit den anderen beiden hier? Wenn Jekka und Rosalind alleine hingehen, dann werden sie eine Chance haben, den Palast zu erreichen. Kommst du mit uns? Nein, ich muss meine Reise alleine antreten und ich bin niemandem mehr nützlich. Bevor wir uns trennen, muss ich euch noch um Vergebung bitten. Ja Gott, ich vergebe dir. Tschüssi. So, Rosalind umarmt Jago und ich vergebe dir, Vater. Wenn wir die Dämonen besiegt haben, dann werden wir gemeinsam das Kloster wieder aufbauen. Naja, wenn ich dann noch lebe, Rosalind, entgegnet Jago, dann verspreche ich das feierlich. Leb wohl, möge das Schicksal über dich wachen. Also, der ganze Weg hierhin, umsonst. Von dem Tag, an dem ich durch diese Tür schreiten würde. Und nun besuche ich das Grab einer Familie, die ich nie kennenlernte. Ein Grab, das von bösen Männern geschändet wurde. So, an dieser Stelle, nach dieser Zwischensequenz, beende ich hier dann jetzt die heutige Folge. Beim nächsten Mal geht's weiter, da werde ich hier nochmal einmal ganz kurz durchlaufen und dann denke ich, werde ich wahrscheinlich zu der Hauptstadt müssen und beziehungsweise zu den beiden Leuten da, gegen die ich kämpfen soll. Ja, ich hoffe, es hat, obwohl es heute sehr textlastig war, trotzdem wieder ein bisschen Spaß gemacht. Wir sind weitergekommen und dann würde ich sagen, freue ich mich aufs nächste Mal. Dann
müsste das ja so langsam schon in Richtung Ende marschieren hier, das Ganze. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Zugucken ist auch gut, ne? Zugucken und hoffentlich sehen wir uns aber beim nächsten Mal. Also bis dann, danke und tschüss.